wir gucken uns erstmal diesen Outdoor-Parcours an, den wir ja quasi eigentlich auch schon kennen aus Tomb Raider 2. Aber auch der ist, glaube ich, ein bisschen umgebaut. Obwohl man das jetzt von hier aus nicht sieht. Von hier aus sieht er erstmal genauso aus. Mal sehen, aus. Wie schnell du dich durch den Parcours bewegst. Bist du soweit? Sieht er erstmal genauso aus wie vorher. Na, das hat nicht gereicht. 8 Strafsekunden gibt es für uns. Das finde ich ein bisschen netter, als dass man dann jedes Mal wieder zurück zum Start muss. Rekordverdächtig ist was anderes. Aber ja, jetzt haben wir hier schon ein paar neue Einlagen. Ach so, oh. 38 Strafsekunden, was? Nur weil ich das nicht gleich erkannt habe. Na, das ist ja gemein. Na, das hier ist schon Strafe genug, sich nur mit den Armen hochzuhangeln. Nein, wir müssen noch einen Schritt hoch, noch einen Schritt vor. Und es ist immer noch nicht vorbei, denn jetzt müssen wir noch ein bisschen kriechen. Und wir finden die Pistolen. Wow. Naja. Ja. Und Winston ist zurück als bewegliche Zielscheibe. Er kann sich quasi aus der Gefrierkammer befreien und hier an dieser Stelle wieder auftauchen. Deswegen müssen wir ihn auch zweimal einsperren. Ach so, die Zeit zählt ja immer noch. Oh. Ja, wir haben es geschafft. Naja, das geht wesentlich schneller. Aber das versuchen wir jetzt nicht. Das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Und vor allen Dingen haben wir die Pistolen. Obwohl wir die jetzt, glaube ich, gar nicht weiter nochmal brauchen. Aber prinzipiell ist es ganz nett, dass man die hier finden kann. Oh. Tja, es ist nicht ganz so einfach.
der Butler von Lady Croft zu sein. Ja, jetzt müssen wir wieder am Eingang des Hauses sein, genau. Ja, wir haben gesehen, es gibt dort ein Schlüsselloch, wo wir noch nicht rankommen. Es gibt hier vorne noch einen Schalter, aber ich glaube, der öffnet einfach nur das Tor, sodass wir dann nach draußen gehen können und das Tutorial beenden. Und es gibt eben hier drin noch eine verschlossene Tür, die in den Keller führt. Zumindest hat sie im Anwesen von Tomb Raider 2 in den Keller geführt. Zu Laras Schatzkammer, dort gab es eben dieses Zeitspiel mit dem Heckenlabyrinth. Ja, das sieht jetzt hier alles ein bisschen anders aus. Es ist wieder ein Zeitspiel. Die Tür ist tatsächlich immer noch offen. Ich glaub's nicht. Könnte ja jeder kommen und sich das Gion schnappen oder den Dolch von Xian. Ja, das funktioniert alles noch nicht so richtig mit der Technik hier. Ja, und da spielt jetzt hier eben der Dachboden noch eine Rolle. Und noch ein anderer geheimer Weg, den wir auch erstmal noch finden müssen und den ich, glaube ich, selber auch gar nicht gefunden habe. Also wie gesagt, ich habe ja diese Anwesen-Level sowieso nicht so intensiv gespielt immer, weil ich immer gleich loslegen wollte und habe deswegen mir früher eigentlich sowieso nie die Mühe gemacht, diese ganzen Geheimnisse hier zu entschlüsseln. Wir machen das jetzt natürlich. Und leider steht uns eben für das Zeitspiel auch wieder Winston im Weg. Deswegen müssen wir ihn wieder einsperren. Das wäre es jetzt gewesen, wenn jetzt hier ein zweiter Winston immer noch drin gewesen wäre. Ja. Der alte Mann macht tapfer und brav das, was Lara ihm vorgibt. Beziehungsweise läuft der Lara immer hinterher. Na? Na, man kann schon in seinen traurigen Augen lesen, dass er genau weiß, was jetzt kommt. Und er es auch diesmal wieder nicht verhindern konnte. So, wie war denn das jetzt hier? Ah, hier konnte man zumachen, okay. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, der Dachboden. Hat sich eigentlich auch nicht so viel geändert, dafür, dass ja Lara eigentlich irgendwo vielleicht noch andere Katzenstatuen hat und anderes Zeug mitgebracht hat, sind hier nach wie vor relativ wenig Kisten. Nein. Und auch im ersten Teil hatte sie ja den ganzen großen Saal quasi voller Kisten stehen. Ja, hier gibt es eine Kiste, die wir verschieben können. Und weiter geht es nicht. Ja, das war aber absehbar, denn wenn man sich das hier anguckt, dann sieht das natürlich schon so ein bisschen so aus, als ist die Kiste dazu da, von der anderen Seite nach draußen geschoben zu werden. Und genau das werden wir dann auch tun. Aber da müssen wir natürlich erst einmal auf die andere Seite kommen. Wo muss
müssten wir da jetzt hin nochmal? Ich glaube hier lang. Ja. Ach, ich wollte ja noch Musik anmachen. Fällt mir dabei so ein. Das können wir mal noch tun. Nein, falsch, 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 falsch. Hier lang. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch ungefähr bei der gleichen Lautstärke, wo wir uns jetzt natürlich ein bisschen wegbewegen von der Quelle der Musik. Ach ja, scheint aber konstant zu sein. Ja, und zwar finden wir die Antwort hier. Und das ist tatsächlich sehr gut versteckt, wie ich finde, also nicht besonders auffällig. Dieses Buch, das hier heraussteht. Und wir hören schon, das Knistern hat aufgehört. Hier brennt jetzt kein Feuer mehr. Und hier sind Löcher in den Stein, hier können wir hochklettern. Ich glaube aber, die Flammen gehen irgendwann wieder an. Hoffentlich nicht zu bald. Na, da gehen sie wieder an. Tja, und hier haben wir jetzt die Rückseite unserer Kiste. Tja, jetzt kommen wir hier wieder durch, aber ich glaube, es ist eigentlich günstiger, wenn wir diese Kiste hier nutzen und die Kiste doch in diese Richtung ziehen. Ich glaube, das ist das, was das Spiel hier von einem möchte. Ich glaube zwar, ich habe das, als ich das letzte Mal ausprobiert habe, auch so geschafft. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, können wir sie auch nutzen. Und hier sind noch mehr Fackeln. Ich frage mich nur gerade, ob ich dafür jetzt wieder, ich glaube, ich muss dafür wieder auf die andere Seite rennen. Das ergibt dann allerdings nicht so wirklich. Achso, nee, muss ich gar nicht. Ich kann hier jetzt einfach den Korridor entlang schieben. Die muss ja jetzt gar nicht auf diese Kiste hier drauf. Und schon haben wir den Weg frei. Ja, und das hier ist der Schalter für unser Zeitspiel, das es jetzt zu bewältigen geht, gibt. Ja, und ich wollte gerade instinktiv speichern, aber das ist natürlich Quatsch. So, und los geht's.
los, 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 los. Ja, gleich beim ersten Mal geschafft. Sehr schön. Ja, hier gibt es noch mehr Fackeln und es geht, wie erwartet, in den Keller. Wahrscheinlich geht jetzt hier die Tür wieder auf, wenn wir hier drauf drücken. Ja, auch das ist eine Funktion vom letzten Mal. Ja, was wird uns hier erwarten? Ist es gut oder schlecht? Ist es gut vielleicht, dass wir die Pistolen dabei haben? Gibt es hier Katzenstatuen, die zum Leben erwachen? Das sieht ja irgendwie lichttechnisch sehr merkwürdig aus. Okay. Ein riesiges Aquarium. Lauter, ich glaube, Doktorfische sind das, oder? Die. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die schwarz-gelben, aber die anderen, die blau-gelben, ich glaube, das sind die Doktorfische. Also jedenfalls Doris und Kans. Also Kahn hieß der, glaube ich, in Findet Nemo. Und eine weitere Kiste. Schaut so aus, als wären wir immer noch nicht am Ziel, sondern, tja, ja. Da gibt es eine Luke in der Decke. Aber schauen wir uns erstmal noch ein bisschen hier hinten um. Ja, das ist doch mal ein sehr luxuriöses Lesezimmer. Sogar mit Büste. Man kann die Fische beobachten, kann sich hier schön gemütlich hinlegen und dazu ein Buch lesen. Ja, man hört das Wasser ein bisschen durch die Scheibe rauschen. Ja, epic fail. So. Tja. Und Lara geht eine Runde schwimmen mit den Fischen. Nicht hübsch. Ja, es ist ja auch alles sehr, sehr gut versteckt. Also hier muss man schon ganz genau hingucken. Hoffentlich sehe ich es jetzt auch. Ja. Nein, ich will nicht sterben. Wo ist er denn jetzt? Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen gemein, liebes Spiel. Und vor allen Dingen noch gemeiner, jetzt, wo ich halt Zuschauer hinter mir hier habe, die das eigentlich ganz gerne gesehen hätten, wo es jetzt hier diesen Schlüssel zu finden gibt. Ja,
ein Bug oder vielleicht nicht unbedingt ein Bug, vielleicht ist es auch einfach Absicht, dadurch, dass ich jetzt das Tutorial halt schon mal gespielt hatte, geht der Schlüssel halt quasi nicht verloren, sondern bleibt im Inventar von Lara. Und jetzt, wo ich das sehe, erinnere ich mich auch daran, dass ich das gelesen habe. Ja, normalerweise muss man ihn eben hier aus dem Aquarium rausholen. Und sie ist auch, glaube ich, da irgendwie in der hintersten Ecke normalerweise drin. Und man sieht schon, der ist relativ flach. Das heißt, den sieht man halt auch nicht, wenn er hinter so einer Sanddüne da ist. Also den sieht man auch, glaube ich, von innen nicht. Also wenn man da durch die Scheibe des Aquariums hier guckt, dann ist der auch da ziemlich schwer zu sehen. Nun gut, ja, all der Aufwand für einen Schlüssel, der sich die ganze Zeit in unserem Inventar befunden hat. Schön, schön, schön. Aber natürlich wollte ich euch das hier auch mal zeigen mit dem Aquarium. Ich finde das total nett. So wie viele Details hier in Tomb Raider 3. Also das, das finde ich halt hier in Tomb Raider 3 tatsächlich sehr schön. Also es gibt eben im Vergleich zum ersten und zum zweiten Teil eben nochmal mehr Details und mehr kleine Verstecke für irgendwelche Sachen. Und also im vierten und im fünften gibt es halt auch so ein paar Kleinigkeiten, die man immer wieder am Wegesrand bemerken kann. Aber ich glaube, hier in Tomb Raider 3 ist es schon, sticht das auch schon ein bisschen hervor. Und das ist auch das, was ich in Tomb Raider 3 sehr, sehr gern habe. Währenddessen es andere Seiten von Tomb Raider 3 gibt, die ich nicht so gern habe. Aber dazu kommen wir dann später. Und es ist kein Heckenlabyrinth. Es ist eine Rennstrecke. Ja, hat der Name des Schlüssels auch schon verraten. Gehst du zum Fahrzeug und drückst die Handlungstaste. Na dann. Komm, gib Vollgas. Geht es nicht eigentlich noch schneller? Das war knapp. Go. Und wir sind wieder am Anfang. Ah, ja, da ist auch meine alte Zeit. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt die Strecke eigentlich schon komplett gesehen, aber wir haben uns jetzt nicht wirklich links und rechts mal noch ein bisschen umgeguckt. Also gerade hier unten. Das finde ich wieder auch sehr schön gemacht. Höhle hier noch so. Ja, hier gibt es nämlich sehr viele Nischen. Und wie war denn das jetzt mit dem Absteigen? Ja, immer wieder das Gleiche. Okay, das war einfach nur rückwärts fahren. Ich kann mich erinnern, dass ich da auch schon das letzte Mal davor saß. Okay, dann gucken wir uns eben jetzt den Rest hier noch vom Quadbike aus an. Also an sich gibt es ja hier eigentlich auch nichts mehr wirklich zu sehen. Noch so ein paar kleine Nischen hier.
Ups. Genau, und in diese kleine Nische da oben. Dieses Fenster dort, da habe ich versucht, das letzte Mal quasi reinzufahren. Das hat sogar, glaube ich, auch geklappt. Aber da gibt es auch nichts weiter. Es ist leider kein weiteres Versteck noch für irgendwas, sondern wir haben jetzt eigentlich quasi alles, was es zu sehen gibt, schon gesehen. Aber eigentlich, nee, eigentlich will ich noch absteigen. Eigentlich will ich ja noch quasi das Anwesen verlassen. Und, das Abenteuer offiziell einläuten. Das müssen wir jetzt noch machen. Irgendwie muss ich das jetzt noch kurz rauskriegen, wie man hier absteigen kann. Moment. So, und da wären wir wieder. Ja, die letzte Taste, die ich nicht ausprobiert hatte. Die Rolltaste. Mit der klappt's dann. Ja, okay, wir sind mal nicht so. Bevor wir uns jetzt ins Abenteuer stürzen, befreien wir mal noch Winston aus der Gefrierkammer. Das letzte Mal hat er das zwar auch ganz gut überstanden, dass wir ihn da drin einfach vergessen haben. Aber wir sind mal nicht so. Tja, da draußen, direkt vor dem Tor, wartet unser nächstes Abenteuer auf uns. Jetzt wird es Zeit für unser drittes Abenteuer. Ja, und das fangen wir dann das nächste Mal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin macht's gut.